Okay. Sven, bitteschön. Alles da, wo es hingehört, liebe Gerhard. Kleinen Augenblick. Es ist noch nie, wenn Aussprache gewünscht wird zu diesem Tagesordnungspunkt, möge man bitte seinen Redebeitrag hier unten in der Antragskommission anmelden. Alles gut? Okay. Ja, erstmal ist dieses Ding ja wirklich so wackelig, wie es alle gesagt haben. Ich frage mich, wie die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten das auf die Reihe bekommen. Ja, also, nächste Woche verhandelt der Vermittlungsausschuss des Bundesrates über das Steueramnestieabkommen mit der Schweiz. Und das ist Grund genug, dass wir hier unsere Position zur Bekämpfung von Steuerflucht und Steuerdumping unmissverständlich klarstellen. In der schwersten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg haben alle Staaten weltweit Probleme zu vermeiden, immer neue Schulden aufzuhäufen. Die Globalisierung der Finanzmärkte wurde ohne effektive steuerliche Regeln immer weiter vorangetrieben, und das nutzen transnationale Unternehmen genauso wie verantwortungslose Vermögende, um in Steueroasen und Niedrigsteuergebieten sich vorm Steuerzahlen zu drücken. Und den Schaden, den hat einerseits der faire Wettbewerb im Markt und andererseits der ehrliche Steuerzahler. Alleine die EU schätzt, dass in den europäischen Staaten jedes Jahr 1.000 Milliarden Euro durch Steuervermeidung und Steuerhinterziehung verloren gehen. Das ist mehr als alle Defizite zusammen aller Staaten. Das heißt, würden wir gegen Steuerflucht und Steuervermeidung effektiv vorgehen, wären unsere Kassen nicht leer, sondern gefüllt. Und das bedeutet, wir können uns Steueroasen und internationales Steuerdumping nicht länger leisten, liebe Freundinnen und Freunde. Und die Bundesregierung, die in Europa immer neue Sparprogramme dringt, bleibt in Europa untätig beim Kampf gegen Steueroasen und Steuerdumping. Mit dieser Untätigkeit muss endlich Schluss sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und das weltgrößte Steuerloch ist die Schweiz. Und ausgerechnet mit der Schweiz will nun die schwarz-gelbe Bundesregierung ein Steueramnestieabkommen schließen. Und nach diesem Steuerabkommen sollen Steuerflüchtlinge ihre vergangene Steuerschuld mit einem niedrigen Pauschalsteuersatz tilgen und ungeschehen machen und auch in Zukunft anonym bleiben können. Und damit würde das in Stein gegossen, was schon in Deutschland nicht gerecht ist. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen transparent ihre Steuern. Das wird direkt progressiv vom Arbeitgeber abgezogen. Und Bezieherinnen und Bezieher von Kapitaleinkommen machen sich mit einer pauschalen Abgeltungssteuer einen schlanken Fuß. So, Herr Schäuble, lieber geschätzter Finanzminister, so geht soziale Marktwirtschaft nicht. Soziale Marktwirtschaft geht anders. Soziale Marktwirtschaft geht davon aus, dass Regeln für alle und gleichermaßen gelten. Das Eintreiben der Abgeltungssteuer soll nach diesem Steuerabkommen nicht von unseren Beamtinnen und Beamten getätigt werden, sondern durch genau die Schweizer Banken erledigt werden, die gerade wieder jüngst durch hunderte Millionen schwere aktive Beihilfe zu Steuerhinterziehung aufgefallen sind. Ich frage mich, was qualifiziert eigentlich die UBS, die Credit Suisse, Sarrazin, Julius Baer und so weiter, fair und gleichmäßig Steuern einzuziehen? Da kann man ja gleich die Pius-Brüder beauftragen mit der Frauenförderung. Das ist die gleiche Logik. Und diese ganzen Ungerechtigkeiten führen in eine wirklich interessante Koalition. Da sind die rot-grün regierten Bundesländer, da ist eine grüne Organisation besonderer Art, der Bund deutscher Kriminalbeamter, die Deutsche Steuergewerkschaft der Finanzbeamten, 110.000 Bürgerinnen und Bürger bei Campact, alle zusammen sind sich einig, wir wollen dieses Steuerabkommen nicht. Und dabei geht es darum, zu verhindern, dass sich in der Bevölkerung der Eindruck festsetzt, wir hätten ein Zweiklassensteuerrecht. Denn ein Zweiklassensteuerrecht, in dem ein Teil der Bürgerinnen und Bürger ehrlich zahlt und ein anderer Teil sich in irgendwelche Steueroasen unterwegs abverdampft, dieses Zweiklassensteuerrecht führt zu einem Untergraben der Steuermoral. Und wir wissen, dass ehrliche Unternehmen
vielfach in einem unfairen Steuerwettbewerb mit Steuerhinterziehern und Großunternehmen stehen, die das internationale Steuergefälle aggressiv nutzen. Die Bundesregierung erzählt uns nun, dieses Steuerabkommen sei alternativlos. Man hätte besser die 2 Milliarden Franken als Obolus in der Hand als die Taube der Steuergerechtigkeit auf dem Dach. Denn zu mehr sei die Schweiz nun mal nicht bereit. Aber da müssen wir ganz klar sagen, Alternativlosigkeit in der Politik erweist sich bei genauerem Hinsehen als geistige Faulheit und Konfliktscheue. Die USA haben inzwischen gegenüber der Schweiz das FATCA-Abkommen durchgesetzt. In einem Jahr werden alle Schweizer Banken automatisch alle Informationen über amerikanische Staatsbürger über den Teich schicken und auf Schweizer Nummernkonten gilt in Zukunft amerikanisches Steuerrecht. Und da frage ich mich, lieber Herr Schäuble, warum lassen Sie sich mit solchen Almosen abspeisen? Was ist das eigentlich für eine Interessensvertretung? Wenn Sie wollen, können Sie doch hart sein. Das haben Sie uns allen gezeigt. Wo bleibt diese Härte beim Einsatz gegen Steueroasen, Herr Schäuble? Das frage ich mich. Auch die EU-Kommission hat die Bundesregierung für diesen Sonderweg mit der Schweiz ungewöhnlich scharf kritisiert. Und das Abkommen untergräbt tatsächlich unsere Arbeit im Europaparlament, nämlich ein gleichmäßiges gemeinsames Vorgehen aller EU-Staaten gegen Steueroasen. Und für uns Grüne geht es dabei auch noch um was anderes. Es geht nämlich um unser Projekt einer grünen Besteuerung von Vermögen. Vermögen kann man nur besteuern, wenn für Finanzbehörden transparent ist, wem was gehört. Wenn man aber über das Steuerabkommen der Demokratie die Möglichkeit raubt, Vermögen gleichmäßig zu besteuern, dann geht es letztlich um folgende Frage. Wer gewinnt hier? Die Demokratie im Steuerbereich oder Dreistigkeit, liebe Freundinnen und Freunde? Die rot-grüne Landesregierung hat in NRW durch eine klare, frühzeitige und unmissverständliche Positionierung einen wichtigen Beitrag geleistet, dass das Abkommen jetzt in dieser Form gestoppt ist. Zusätzlich hat sie durch den Kauf von Steuer-CDs dazu gesorgt, dass eben das nicht auf dann zu Lasten des öffentlichen Haushaltes ausgegangen ist, sondern wir mit wenigen Millionen Euro Einsatz hunderte von Millionen Euro Geld zurückgeholt haben. Da zeigt sich wieder, Rot-Grün kann mit Geld umgehen, liebe Silvia, lieber Merdert, lieber Rainer. Und mit dieser öffentlichen Auseinandersetzung haben wir das Thema Steuerhinterziehung, habt ihr das Thema Steuerhinterziehung aus der Ecke der Kavaliersdelikte und der Tabuisierung herausgebracht. In NRW gilt, Steuerregeln gelten für alle, auch für Vermögende. Das Verfassungsgebot der Sozialpflichtigkeit des Eigentums haben wir nicht aufgegeben. Danke Silvia, danke Johannes, danke Merdert. Da wissen wir wieder mal, wenn Rot-Grün regiert, dann ist es gut, dass Rot-Grün an der Macht ist und es geht gerecht zu im Land. Das kann man daran sehen. So. Nächste Woche im Bundesrat wird also vermutlich auch dank des Einsatzes von NRW dieses Abkommen abgelehnt. Und damit wird deutlich, für ein paar Silberlinge lassen wir uns die Prinzipien guten Regierens nicht abkaufen. Bei uns gilt Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit vor Klientelpolitik. Aber eins ist wichtig. Es ist nämlich nicht so, dass mit dem Nein zum Steuerabkommen und mit dem Ja zu dem weiteren Kauf von Daten alles erreicht wäre, sondern man kann nach wie vor aus eigener Kraft gegen Steueroasen etwas tun. Warum schränken wir eigentlich nicht das steuerliche Bankgeheimnis so ein, dass wie in anderen Ländern man Überweisungen in Steueroasen systematisch überprüfen kann? Da muss man nur einen kleinen Paragraphen 30a der Abgabenordnung ändern. Wir können es machen wie andere Staaten und systematisch erkennen, wer Geld aus Steueroasen zu uns überweist und wer dorthin Geld überweist. Zweitens. Wir sollten dafür sorgen, dass Steuerprüfungen in Zukunft nicht die Länder bestrafen, die Steuer prüfen, sondern diejenigen,
die mit versuchen, mit wenig Steuerüberprüfung Unternehmenspflege zu betreiben. Wir brauchen endlich einen Länderfinanzausgleich, der die Länder belohnt, die konsequent prüfen, statt diese durch Bezahlung der entsprechenden Kosten auch noch zu bestrafen. Trotzdem haben wir Steuerprüfer eingestellt und werden das auch weiter tun. Und auch das Strafrecht kann einen Beitrag leisten. In keinem anderen Rechtsgebiet kommt man durch den Sonderstatus der strafbefreienden Selbstanzeige einfach aus dem Schneider. Das muss auch im Bereich der Steuerkriminalität abgeschafft werden, von Bagatellfällen abgesehen. Und schließlich ist auch nicht einzusehen, dass die Erträge aus den Steuer-CDs verfallen, weil die Verjährungsfristen ablaufen. Rot-Grün sollte jetzt diese Situation des Neins zum Steuerabkommen nutzen, um dies zu übersetzen in ein Ja für konsequente Maßnahmen gegen Steueroasen und Steuerflucht, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür stehen wir ein, denn wir wissen, wie es Robert Wagner mal gesagt hat, Steuern sind der Preis der Zivilisation. Im Urwald gibt es keine Steuern. Vielen Dank.